Mahlzeit, Ricardo. Und heute möchte ich mal ein kleines, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Versprechen. Ein Versprechen eigentlich in erster Linie natürlich an mich selbst, aber auch an euch. Aber eigentlich nur deswegen, weil es mich selbst motivieren soll. Es geht eigentlich ums Thema ein bisschen Ziele visualisieren. Wie ich auf das Thema komme, das erzähle ich gleich. Aber worum geht's? Was will ich? Um hier nicht groß um den heißen Brei rumzureden. Ihr habt es ja mitbekommen, ich bin momentan ein bisschen in dem Calisthenics-Thema drinne und ich fange jetzt da an, so ein bisschen zu üben, die einzelnen Sachen und so. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, eigentlich schon vor längerer Zeit, aber das ist ja eigentlich ist das Ding des Thema. Muscle Up. Ja, Muscle Up, für die, die es nicht wissen, ist, wenn man sich an einer Stange hochzieht, aber nicht wie beim Klimmzug nur hochzieht und mit dem Kinn drüber, sondern wirklich komplett hochzieht und quasi mit dem Dip noch hochdrückt, dass man quasi oben ist. Ja? Also hochziehen, zack und hoch. Möglichst im Idealfall ohne Schwung. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, folgendes mache ich. Ziele visualisieren, das heißt, ich nehme mir nicht einfach vor, diesen Muscle-Up zu machen, sondern ich gebe mir einen gewissen Zeitdruck. Und zwar Weihnachten. Ich habe mir jetzt gesagt, ich will bis spätestens Weihnachten, also kann man sagen bis fast Ende des Jahres, so einen verdammten Muscle-Up schaffen. Mehr oder weniger ohne Schwung. Wie gesagt, eigentlich hatte ich mir nur so gesagt, ja, ich will das einfach so, ich nehme mir das vor, ich will das können. Aber ich finde, wenn man sich ein Ziel visualisiert, das geht ja auf verschiedene Arten, aber zum Beispiel, indem man sich einen Stichtag, also einen Tag, nicht einen Stichtag, einen Tag X vornimmt, hat man eine gewisse, ja, ein gewisses Ziel vor Augen, als wenn man einfach nur sagt, ja, das will ich können. Und irgendwo auch an euch ist es ja jetzt ein Versprechen, das heißt, ich werde dieses Video hochladen und natürlich möchte ich natürlich auch in Anführungsstrichen nicht versagen irgendwo, ja? Ich will ja diese Leistung, die ich euch verspreche, erbringen. Vielleicht ist Versprechen das falsche Wort, weil ich weiß ja nicht, ob ich es schaffe, aber ich nenne das jetzt einfach mal so. Kurz am Rande möchte ich auf jeden Fall, boah, ich sitze wie ein Assi, ey. Auf jeden Fall möchte ich am Rande des Videos erwähnen, wer mich auf die Idee gebracht hat. Also, mich hat der Dominik von Dein Body Master, den werde ich mal hier verlinken, oder da, keine Ahnung. Da hatte ich einen Kommentar geschrieben, also er hatte mich gefragt, kannst du Muscle-Ups? Und ich habe gesagt, nein, noch nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn du dir bis da und da ein Ziel setzt und das in einem Video sagst? Und das fand ich eigentlich eine richtig geile Idee, weil so ist wirklich, das ist, so ist diese Visualisierung drinne und das Ziel, was zu packen. Deswegen erstmal hier kleine Shoutout an Dominik von Dein Body Master, hier oder da, verlinke ich euch mal, guckt da mal rein. Der hat sehr interessante Videos, Fitnesskanal, aber auch viel so zum Lifestyle und Einstellung, also behandelt auch das Thema zum Beispiel Motivation, Konzentration, auch Meditation, also wirklich so, ne? Hat auch noch gar nicht so viel Abonnenten, irgendwie so knapp über 50 zurzeit. Gibt es auch, glaube ich, erst seit 2 Monaten oder so. Guckt da mal rein, lasst mal ein Abo da. Außerdem, ganz wichtig, ich finde allgemein, visualisieren sollte man öfter seine Ziele. Nicht nur wie das kleine Beispiel, was ich jetzt genannt habe, sondern auch einfach mit allen kleinen anderen Dingen. Ich finde, wenn man einfach nur so sagt, so dahin sagt, so wie, ja, das will ich machen, das habe ich vor, vielleicht wirklich mal versuchen, ein bisschen mehr Hand und Fuß in das Ganze, also Butter bei den Fischen sozusagen, ja. Setzt euch ein Ziel vielleicht immer in Form eines Tages, also in einem bestimmten Tages, das und das. Oder konkret, was will ich erreichen, wann will ich erreichen? Kein großes Gelaber, ist so mal mein Tipp. Also, dieses Video, was bringt euch das? Mein Vorhaben für euch und ein kleiner Denkanstoß für Ziele. Ansonsten würde ich sagen, das soll es jetzt schon gewesen sein.
Und haben wir was vergessen? Nein, das war's, Leute. Macht's gut, wir sehen uns. Bis zum Mal. Bis zum Mal. Bis zum Mal. Bis zum Mal ist es nicht weit, aber bis zum Paar ist es ordentlich weit. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns. Ciao.